Momo, mein Name ist Alvo und heute reden wir darüber, wie man sich Outdoor überhaupt richtig anzieht. Dafür gibt es einen sehr bekannten Begriff, das Zwiebelprinzip. Und das gehen wir heute zusammen durch. Viel Spaß dabei. Die Theorie des Zwiebelprinzips ist relativ einfach. Wir haben die erste Schicht auf der Haut. Diese Schicht nimmt den Schweiß auf und soll ihn möglichst schnell abtransportieren. Denn je länger und je mehr Wasser direkt an unserem Körper dran ist, desto mehr Wärme nimmt dieses Wasser auf und transportiert das in Form dann später von Dunst oder in Form von Abperlen einfach von uns ab. Denn Wasser ist sehr reaktionsfreudig, was die Wärme angeht. Als zweite Schicht haben wir etwas Füllendes. Eine Wärmeschicht nennt man das auch gerne. Dort soll möglichst viel einschließbare Luft sozusagen sein, die sich mit der Zeit aufwärmt. Wir kennen da zum Beispiel klassischerweise den Norwegen-Pullover, ja, oder einen Fleece-Pullover, den wir auf Wanderschaft mitnehmen und ähnliches. Als dritte Schicht haben wir unsere Wetterschutzschicht. Das heißt, wir wollen geschützt sein gegen den Wind, der uns entgegenschlägt und am besten auch noch gegen den Regen, der uns entgegenschlägt. Und jetzt verteilen wir diese Schichten, je nachdem, wie wir uns am liebsten kleiden, natürlich auf. Als allererstes haben wir unsere erste Schicht. Dort ist am empfehlenswertesten, je nachdem wie lange man wandert, entweder Merino-Wolle als Königsdisziplin sozusagen oder als relativ günstige Alternative ein Funktionsshirt. Verwenden kann man natürlich auch ein Baumwoll-Shirt, so wie ich. Ich habe oft zum Beispiel meine alten, noch dienstlich gelieferten Armee-T-Shirts an. Ja, die sind aber vom Material her nicht optimal, weil Baumwolle speichert einfach Wasser sehr, sehr lange. Kann man aber auch machen. Empfiehlt sich aber zum Beispiel auch besonders im Sommer. Denn dort ist es gut, möglichst viel Wärme abzutransportieren. Als zweite wärmende Schicht, klassischerweise ein Fleece-Pullover. Man kann natürlich aber auch verschiedene andere Sachen benutzen. Gerne wird auch Daune benutzt, weil es einfach sehr effizient ist in seinem, ja, Gewicht und Packmaß zu Wärmeproduktion, aber auf die Unterschiede zwischen Fleece und Daune möchte ich gar nicht so sehr eingehen, da informiert euch bitte andersgehend. Je nachdem wie kalt es ist, haben wir jetzt natürlich mehrere Wärmeschichten oder nur eine an. Das kann immer unterschiedlich sein. Ich sag mal so, das normale Dreier-Zwiebel-Prinzip, dass man drei Schichten anhat, funktioniert ungefähr bis 0 Grad. Danach denkt man normalerweise ein bisschen um und kombiniert auch ein bisschen mehr, weil beim Wandern unter 0 Grad wird einem trotzdem sehr, sehr warm und man braucht vielleicht noch etwas, was man dann in Ruhephasen anzieht als Wärmeschicht zusätzlich. Die dritte Schicht zum Brechen vom Wind und zum Abperlenlassen vom Wasser kann auch aufgeteilt werden. So mache ich das zum Beispiel gerne. Ich trage ungerne meinen Wasserschutz schon komplett normal am Körper, die ganze Zeit, auch wenn es nicht regnet. Das heißt, ich benutze als Windbrecherschutz oben eine Softshelljacke und werfe mir dann einen Regenponcho oder, wie ihr hier seht, eine günstig zusammenfaltbare Regenjacke über. Am liebsten natürlich zum Wandern ein Regenponcho. Das Ganze machen wir jetzt mal an einem kleinen Beispiel deutlich. Wir haben jetzt ungefähr 5 Grad, wir haben ein bisschen Wind und wir haben Nieselregen. Würde ich jetzt keine Kleidung tragen, ist es mir natürlich viel zu kalt. Deshalb benutze ich die erste Schicht, die meinen Schweiß bei der Arbeit abfangen soll, also beim Wandern oder wenn ich auf einer kleinen Bushcraft-Tour bin, also etwas Hacke, ähnliches, ableiten soll, nach außen. Je nachdem, wie warm es ist, ist es übrigens absolut empfehlenswert, das T-Shirt in die Hose reinzustecken oder draußen zu lassen. Ich sag mal so, beim Wandern habe ich es gerne draußen. Sobald ich aber in eine Ruhephase komme, stecke ich das T-Shirt dann in die Hose rein. So, die erste Schicht fühlt sich kuschelig an, ja, soll erstmal den Schweiß ein bisschen auffangen, uns das, ja, angenehmere Gefühl auch geben, weil manchmal sind Wärmeschichten gar nicht so angenehm auf der Haut zu tragen. Jetzt ziehen wir unsere erste Wärmeschicht an, je nachdem, was wir machen wollen. Ich habe heute nicht besonders viel zu tun, weil ich plapper nur vor der Kamera rum. Deshalb habe ich mich für einen Baumwoll-Kapuzenpulli entschieden. Besonders praktisch an solchen Reißverschluss-Kapuzenpullis ist übrigens, dass sie natürlich dann auch meistens schon eine kleine Kapuze enthalten, womit schon durchaus ein bisschen Wärme einhergeht und die dann auch gut kombinierbar ist mit noch einer kleinen Mütze. Als kleinen Tipp, wenn ihr mehrere Wärmeschichten anzieht, man kann die Wärmeschicht auch sehr gut mit in die Hose reinstecken, wenn man sie besonders lang kauft. Darauf achte ich mittlerweile, dass die, ja, Wärmeschichten relativ weit über den Gürtel rübergehen, damit ich sie reinstecken kann, denn das ist durchaus sehr wärmespornend. Da kommen noch mal ein paar Grad mit zusammen.
So, wenn wir uns jetzt alle Wärmeschichten sozusagen angezogen haben, bei mir reicht jetzt gerade eine Wärmeschicht, dann nehmen wir jetzt den ersten Windbrecher. Da habe ich zum Beispiel meine kleine Weste an, die reicht mir, wenn sie den Torso umschließt, als Windbrecher. Ihr könnt natürlich auch gleich eine richtig gute Jacke nehmen, die beides abdeckt. Ich mag aber dann die Weste so als Bewegungsfreiheit lieber, vor allen Dingen, weil ich hier noch einige Taschen habe, in denen ich hier hinten eine Mütze und einen Schal drin habe zur weiteren wärmenden Isolation hier und hier. Jetzt haben wir heute einfach mehr Wind, die Weste alleine nicht abhält, besonders natürlich auch an den Armen nicht. Und wir haben auch noch Nieselregen, selbst hier im Wald ein bisschen Nieselregen, obwohl man da geschützter ist. Und dann entscheiden wir uns natürlich für irgendwas, was uns vor dem Regen schützt. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Regenjacke dabei. Auf Tour habe ich einen Poncho dabei, der dann auch noch den Rucksack mit abdeckt. Dann spare ich mir auch gleich noch mit die Rucksackhülle. Tja, und schon bin ich komplett angezogen. Bei mir sind es dann also immer 4 Schichten, weil ich gerne die Wind- und die Wasserschicht sozusagen trenne. Das müsst ihr nicht machen, da könnt ihr euch das nach eigenem Gutdünken aussuchen. Und bei mir ist das jetzt zum Beispiel eine normale Bushcraft-Tour rausgehe, Zwiebelprinzip. Und wenn ich auf Tour bin, dann variieren die Materialien, je nachdem, was ich für eine Leistung von meiner Kleidung erwarte, ein bisschen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps geben. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Oder wenn du Anregungen für die anderen Zuschauer hast, auch gerne in die Kommentare damit. Hier links unten kannst du mich auf dem kleinen Button abonnieren für weitere Videos, die im Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks noch kommen werden. Einfach dranbleiben. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zu eben diesen Tipps und Tricks-Videos. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zu den nächsten.